Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin ja noch dabei, irgendwie herauszufinden, wie das mit den Zuglinien funktionieren soll. Also wir gehen jetzt mal auf neue Linien hinzufügen. Dann haben wir hier eine. Und kann ich die jetzt... Ich kann hier aber keine Haltestellen bauen. Was zum Keks nochmal? Neue. Muss ich das ziehen? Nö. Was willst denn du von mir, Mann? Mach doch irgendwas falsch. Kann aber das Häuschen auch nicht bauen. Hier wieder an die Straße. Sonst irgendwo hin. Mir gerade auffällt, ist, dass wir ein Krematorium brauchen. Es sind nämlich zu viele Tote. Kurze Sache zwischendurch. Krematorium. Nach. Nach wo? Nach wo, nach wo, nach wo? Ach, da. So. Muss ich jetzt ins... Aber, hä? Es reichen doch Haltestellen, wenn ich einen großen Bahnhof habe, oder nicht? Muss ich zwei Bahnhöfe bauen? Der Bahnhof, der ganz normale Bahnhof. An, aus. Gebäude ist angeschalten. Bediente Passagiere letzte Woche? Keiner. Wir halten Züge und nehmen Passagiere auf. Genau, und das sollt ihr auch machen. Neue Linie hinzufügen. Dann kann ich jetzt dann... Hä? Ich bin so blöd für Leute gerade. Jetzt ist dieses Zeichen da, aber... Ich muss doch jetzt hier sowas bauen können. Ich kann nichts an den Gleisen bauen. Ich kann nichts an die Straße bauen. Muss ich dann Bahnhof mit Bahnhof verknüpfen? Binden Sie dann mit den ausgehenden Gleisen. Weil die Busse fahren. 79 Bürger pro Woche, das ist nicht so viel, aber es funktioniert zumindest mal irgendwie. Ergebnis mit den Zügen, das muss ich mir vielleicht nochmal näher angucken. Ich check das gerade echt nicht, wie das gehen soll. Was mich aber auch nochmal sehr... Wissen wir, was jetzt angeht? U-Bahn. U-Bahn ist schön. Das hat mir wohl gebacken kriegen. Jetzt wartet mal. Wir setzen mal eine U-Bahn hier hin. Kann ich ja nämlich auch mit Gleisen das Ganze verbinden. Jetzt wartet mal, wir setzen mal eine U-Bahn-Station dahin. Setzen eine U-Bahn-Station hier irgendwo hin. Hier so in den Kreisverkehr. Es ist eh voll laut da. Dann setzen wir noch eine... Da hinten irgendwo hin. In dieses Gebiet, da müssen wir auch noch was hin. Was habe ich denn hier eigentlich für Gebiete? Das ist blau, das ist grün. Dann setzen wir es da rein. Die Station. Transport. Nein, nicht genügend Kohle. Das ist ja doof. Aber das sollten wir gleich wieder haben. Wir machen ja ganz gut Geld. Muss ich jetzt irgendwie mit Tunnel verbinden? Untereinander zu verbinden. Okay. Also, wir haben eine U-Bahn-Station, die ist hier. Verbinden diese U-Bahn-Station mit der hier. Und haben nicht genug Geld, weil 16.000 kostet. Ach, Mann. Fürstlich verkalkuliert hier. Und das mit dem Bahnhof regt mich gerade auf. Wir kriegen zwar irgendwie Touris rein, aber... Braucht mich nicht. Kann ich vielleicht noch eine Bushaltestelle da hinten irgendwo platzieren? Nein, ich will keine neue Linie, ich will zu der anderen hinzufügen. So, warte mal, jetzt hat er doch die Linie hier akzeptiert. Kann mir verraten, wie lange derzeit gehen möchte, wenn ich die... Ich will über die...
Autobahn. Oh, diese Steuerung hier ist gerade ein bisschen fummelig. Fällt mit der Autobahn zurück. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber. Oh, ist doch. Vergiss doch das alles so. Also ich muss mir da mal ein Tutorial angucken, wie es genau hier mit den ganzen Teilen hier funktioniert. Ich bin ja noch irgendwie zu blöd dafür. So, wir verbinden jetzt auf jeden Fall mal die Umstation hier mit den Tunneln. Ich hatte ja erst zwei, ne? Also machen wir das dann mal da dran. Bauen eine U-Bahn-Station hier hinten rein. Warte mal kurz, das Gewerbegebiet war ja da, ne? Genau. So, bauen eine U-Bahn-Station hier rein. Da muss dann nur eines weichen. Wir knüpfen diese hier mit dem Tunnel. Und verknüpfen dieses hier mit... Ich weiß, wie liegt. Genau. Muss ich einen Bogen bauen. Also, einmal nach... Da. So, und nach da dran. So, ist ein bisschen eine harte Kurve für eine U-Bahn, aber das kriegen die schon in diesem Fall gut. Okay, was kann ich jetzt hier machen? U-Bahn-Linienwerkzeug. Ziehen Sie U-Bahn-Linien... Okay, also eine U-Bahn-Linie. Wir machen die da. Und die da. Und die da. Und wieder ausgehen zu der da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. U-Bahn-Linie funktioniert schon mal. So, da fahren die Züge durch und die Züge gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Hm. So, wir haben hier ein massives Arbeiterproblem. Brauchen wir mehr Kohle, 38.000, das reicht von hinten bis vorne nicht. Wir gehen dafür erstmal aus diesem Modus hier raus. Nicht genügend Arbeiter, es fehlen die Dummen. Hm. Von den Hochbegabten haben wir gerade so genug, dass das eigentlich ausreicht. Ne? Das ist... Hm. So, was sie machen, ist jetzt ganz anders. Wir ziehen jetzt ganz einfach da eine Brücke drüber. Und zwar folgendermaßen. Wir schnappen uns die Straße, nehmen da die, die das auch ist. Zumindest eine, die damit kompatibel ist. So, gehen damit hoch. Das Gefälle ist zu steil. Schlecht. Muss ich ein bisschen was planieren, glaube ich. Oder kriege ich das von da nach da verbunden? Und dann darüber? Ist ja nicht schön, aber es würde wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Mir gefällt mir das nicht. Dann haben wir unsere ersten Wolkenkratzer. Oder wir gehen von da hinten darüber. Das müsste doch eigentlich unter der Brücke durchkommen. Wartet mal. Vielleicht geht es ja hier durch. Ja, da geht's durch. Einmal so. Dann hier so hinter der Autobahn entlang. Und anschließend können wir dann hier die Zuweisungen machen. Nämlich da, da und da. Dann ein bisschen was zum Kaufen. Und Industrie hat voll die Nachfrage, aber das ist doch alles scheiße, ist doch das. Warte mal, nur mal schnell durchplanieren. Hallo? Was da will ich? Damit sich die Industrie wieder ansiedeln kann. Das kann auch weg. Genauso gut wie das. Na gut, die Bäume bringen da nicht allzu viel, weil die sehen hier ein bisschen madig aus. Oh! Könnte es sein, dass meine Bushaltestelle ein bisschen gerade zum Demoplatz wird? Sind meine ganzen Busse überhaupt? Ach, keine Ahnung. Egal, wir fahren jetzt mal da hinten weiter fort. Also, wir schnappen uns die Straße. Die erste mit Bäumis. Sehen die einmal nach da. Und dann hier an den Gleisen entlang. So, und hier kommt dann ein neues schönes Wohngebiet rein. Damit die Industrie nicht mehr weinen muss, weil sie zu wenig fähige Leute hat. Okay, nächstes Problem. Das Wasser. Das
kriegen wir aber auch hin, indem wir hier hinterziehen. Da hinterziehen. Und das müsste jetzt eigentlich ziemlich genau reichen. Da hinterziehen. Ja, die sollten einen Anschluss haben. Probieren wir es mal einfach. Sehen wir dann, wenn es nicht funktioniert. Okay, wie sieht's denn aus? Haben wir sonst noch irgendwo große Bedürfnisse, die ich nicht stille? Weniger, ne? Dann machen wir jetzt mal hier das letzte Fleckchen Gebiet noch gerade zu. Indem wir eine Straße reinbauen. Dann kommt hier mitten rein das Wohngebiet. Und, Alter, schau ich das mal an. Das sieht aus wie ein Ameiseneingang. Ameisenhaufen-Eingang. Ganzen Leute, wie die U-Bahn fahren. Yay! Meine U-Bahn ist gut, Leute. Meine U-Bahn ist gut. Ihr fahrt sicher, schnell und kostengünstig quer durch die Stadt. Und bauen dann noch das dahin. So, jetzt heißt natürlich parkmäßig ein bisschen unterprivilegiert. So, dann bauen wir hier mal das da. Schön, 1200. So. Ja, das sieht gut aus. Ich bin nochmal sehr auf die ersten Mods dann gespannt, die umfangreicher und größer werden. Ist das Spiel ja ein paar Tage draußen. Freut mich auch sehr, dass davon so viel über die Ladentheke gegangen ist. Also am ersten Tag, die ersten 24 Stunden inklusive Vorbestellungen, eine 250.000, das ist ordentlich. Und es gefällt mir für so ein Spiel wie das hier, ist einfach echt gut. Das finde ich echt schön. Sau cool, schau dir das mal an, ey, dieses Gewusel. Dieses Gewusel, Alter. Ist das cool. Das macht mir gerade richtig Spaß. So. Nein! Was? Moment. Moment, Moment, Moment. Mehr Wasser. Machen wir da hin. Wir brauchen eine Wasserpumpenstation. Die kommt... Nee, zu Caesars Kumpels kommt sie nicht. Die kommt dahin und dahin. Wird dann hier mit den Leitungen verbunden. So, und dann sollte jetzt wieder genug Druck auf der Leitung sein. Dass wir alle haben. Kreuzungen und Verkehr. Ja, ja. Alter, das sieht aber gerade hier böse aus. Aha. Shit. Könnte sein, dass wir da ein bisschen was anpassen müssen. Weil da hinten ist die Straße groß und da auch. Okay, Freunde, das wird ein bisschen wehtun. Also, wir haben hier ein Wohngebiet und die sind sogar ziemlich zufrieden. Und wie sieht's hier aus? Hier sind kleinere Häuser, da verlieren wir nicht so viel. Okay, das wird jetzt kurzzeitig hässlich. Seltsam, wie kannst du nur, die ganzen Menschen? Ja, ja. Ich kümmere mich ja darum, dass sie gleich wieder herkommen. So, also, dann kommt hier mal eine schöne dicke Straße. Kriege ich die da durchgelegt? Nein, hier ist ein blöden Kur... Ist das Ding im Kurvenmodus? Hallo? Nix Kurvenmodus. Warte mal. Na. Soll ich einen blöden Snipping-Modus wegmachen? So, dann gehe ich nämlich erstmal da dran. So. Und dann gerade nach hinten. Oh, leck, 30, zwei große weg. Das will ich nicht. So. Und so, ja, müssen wir halt. Geht es nicht anders. So, wie ist dieses Industriegebiet verbunden? Das ist so eigentlich auch leicht für den Arsch. Kommt ihr da weg? Und eine kleine Straße dahin, damit die Gebäude da bleiben können. Nein, so will ich sich. Genau. Dann könnten wir sie noch da verbinden. Nö, muss jetzt eigentlich nicht. So, und dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Wohngebiete ausweisen und schauen, ob das Ganze noch was wird. Sehr schön, die verschwinden nicht mehr einfach, sondern gehen
auf. Ach, jawohl. Perfekt, perfekt, perfekt. So wollte ich das. Nein, die sind auch verschwunden. Das ist blöd. Das gibt uns aber die Möglichkeit, hier einen Park hinzustellen. Pause! Und zwar bauen wir mal den da hin, oder? Einen großen Spielplatz. Die sind hier nämlich absolut unterversorgt mit schönen natürlichen Plätzen. Ui, das ist so groß. Der ist nicht so groß. Den könnte ich vielleicht. Kriege ich den da drauf? Machen wir so. Dann freuen sie sich alle und dann ist alles wieder gut. Habe ich jetzt noch eine Gebietszuweisung oder ist jetzt die weg? Die ist weg. Jetzt auch ein bisschen verkackt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich liebe diese neuen Parks. Ja, ich habe euch hier einen extra großen hingestellt. Mit wunderbar Entertainment für die Kids. Und wir sollten hier auch ein bisschen das Straßenchaos eingedämmt haben. Stehen immer noch im Stau, aber sie können zumindest auf einer breiteren Straße im Stau stehen. So, hier können wir noch einen Quadratzentimeter mehr rauskriegen, wenn wir hier nämlich da rausgehen. So. Und so, dann können wir hier nämlich die Bürogebäude noch ein bisschen mehr bauen lassen. So, alles Büro, wunderbar. Okay, was ich aber eigentlich machen wollte, ist, dass wir hier mal ein bisschen auf kleine stellen. Es wird garantiert wieder viel Industrie abgekackt sein, weil sie so wenig Arbeiter haben. Okay, hier ist schon mal alles schön zugebaut. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gönnt euch einfach. Warum brennt hier so viel ab, Mann? Ich glaube, hier hinten habe ich noch ein kleines Problem mit der Feuerwache, oder? The Feuerwehr. Feuer sieht doch gut aus, eigentlich. Wie sieht es denn eigentlich mit der ärztlichen Versorgung aus? Ist eigentlich soweit auch relativ in Ordnung da unten. Da passt es auch, da passt es auch. Okay, da oben haben wir ein bisschen ein Problem. Und da werden wir dann ein Problem kriegen. Das heißt, hier oben kommt direkt an die Autobahn für 65.000 ein Krankenhaus. So, und da haben wir noch ein Wasserproblem. Aber ihr habt doch... Okay, das war unser Test, der wohl nicht so ganz gefruchtet hat. Müssen wir noch ein Kälbchen reinlegen. Ist mir jetzt aber auch wurscht. So, hat es jetzt alles was gebracht? Genau, die Probleme sind weg. Krankenhaus ist da. So, Moment. Ich wollte U-Bahn machen. Und wir müssen noch... Wir müssen hier noch eine neue Kreuzung einbauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da bauen wir dann hier das neue Kreuzungsteilchen rein für die Autobahn. Und es kommt dann auch mehr U-Bahn. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.